Wenn wir das schöne Bild David gegen Goliath strapazieren wollen, dann begrüße ich jetzt im Studio David, Max Schrems. Guten Hallo. Abend. Herr Schrems, wie fühlen Sie sich denn, dass Sie den Facebook-Riesen zumindest ein bisschen angepatzt haben? Also bisher muss man schon sagen, dass das einer der größten Verfahren und der größten Einschränkungen von Facebook bisher war. Es hat bisher ein, zwei kleine Verfahren in den USA gibt, die hochgelobt werden, was da alles Facebook ändern hat müssen. Und da geht es um Details der Werbestrategie. Und hier gibt es jetzt wirklich eine Liste, die über 10 Seiten lang ist, was alles abgeändert werden muss und was sie verbessern müssen. Was man dazu sagen muss, die ganze Sache ist jetzt nur ein Parallelverfahren zu unseren eigentlichen Anzeigen. Und tut mal generell Facebook sozusagen abklopfen. Und die irische Behörde hat auch intern mit uns schon kommuniziert, dass das sozusagen mal der erste Versuch ist, auf einem langen Weg sie in die Richtung von europäischem Datenschutz zu bringen. Und das ist eigentlich, was jetzt passiert ist. Und es wird sicher noch mehr sein. Jetzt hat die Datenschutzbehörde 3 Monate lang geprüft und im Endeffekt heißt es, Facebook verstößt nicht gegen die Datenschutzregelungen. Das ist das Verständnis von Facebook von der ganzen Sache und die schreien natürlich auch riesig laut, das ist alles überhaupt nichts, was da passiert ist. Ich sehe das auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Börsengang, den sie in einem halben Jahr planen, weil ja gerade in der EU auch Datenschutzrecht sehr viel verstärkt werden soll, genauso in den USA. Und das macht natürlich kein gutes Börseklima, wenn die Hauptgeschäftsidee von Facebook, nämlich Datenauswertung, da vielleicht limitiert wird. Und natürlich ist Facebook höchstes Interesse, da jetzt zu schreien, das ist alles nichts und das Ganze runter zu kalmieren. Es war interessant, dass Facebook diesmal auch das erste Mal Journalisten aktiv angerufen hat, weil permanent ist es ganz schwierig für Journalisten überhaupt jemanden von Facebook an die Leitung zu kriegen. Und heute haben mich alle angerufen, die haben uns auf einmal alle angerufen und gesagt, das ist alles nichts. Und man ist ja auch sehr froh darüber, dass die Klage eingebracht worden ist und dass alles so gut ausgegangen ist. Ja, also und da ist schon sehr stark der Versuch, das Ganze zu kalmieren. Und zu sagen, das war eh alles nichts. Allerdings ein Punkt, den Sie in der Klage drinnen gehabt haben, das war Ihr zentraler Vorwurf, dass Facebook von Nichtmitgliedern Daten sammelt und sie speichert. Das ist dezidiert nicht der Fall bei Facebook. Das war nie unser zentraler Vorwurf. Das war einer von 22 Anzeigen. Im Prinzip steht in dem Bericht drinnen, dass die Daten gesammelt werden, aber von Facebook nicht weiterverwendet. Wir haben auch in unserer Anzeige reingeschrieben, dass es Möglichkeiten gibt, das weiterzuverwenden. Wir haben aber nie voll behauptet, dass sie irgendwas im Hintergrund machen. Das war eher eine Sache, die sich gerade in den englischsprachigen Medien verselbstständigt hat, wo die dann behauptet haben, es gibt diese Shadow Profiles und so weiter. Shadow Profiles wäre von uns eine erfundene Sache. Es ist halt ein bisschen so, dass in jedem Land eine andere Anzeige das große Thema war. Und im englischsprachigen Raum hat eine Zeitung diese Shadow Profiles als Anfangsthema gemacht und das war das, was alle drüber geschrieben haben. Aber es geht auch um die gelöschten Daten, um Auskunftsersuchen, um die Facial Recognition, um diese ganzen Dinge, die auch noch alle da sind. Ne? Aber finden Sie, dass die Datenschutzbehörde zu liberal mit Facebook war? Ich glaube, die Datenschutzbehörde hat gemacht, was das irische Recht hergibt. Das irische Recht ist sehr, sehr liberal im Datenschutz, absoluter Mindeststandard in Europa. Und die irische Behörde hat auch wenig Möglichkeiten, es wirklich noch weiter durchzusetzen. Da gibt es in Österreich schon strengere Regeln. Es ist ja geplant, dass auf gesamteuropäischer Ebene die Regeln sehr, sehr viel strenger werden und auch wirklich ernsthafte Strafen kommen. Weil derzeit wird festgestellt, dass in vielen Punkten Facebook das Recht gebrochen hat, aber es gibt überhaupt keine Strafe. Es wird nur gesagt, bitte ändert es in den nächsten 6 Monaten, was ja schon mal ein cooler Erfolg ist. Glauben Sie, wird Facebook was ändern, auch wenn es nur Empfehlungen sind? Sie müssen ändern. Also das ist vollkommen klar und Sie haben auch eben, wie im Beitrag zuerst war, schon jetzt zugesagt, dass Sie das alles ändern. Und wir sind da eigentlich, haben eigentlich überhaupt keinen Grund zu zweifeln, dass sie das tun werden. Allein schon aus Imagegründen. Mhm. Also wenn die Datenschutzbehörde das feststellt, das können sie sich nicht leisten, dass sie sich dann dem vollkommen widersetzen und was vollkommen anderes tun. Was bedeutet das jetzt für die User? Wie wird man das merken? Es gibt einige Sachen, wo der Nutzer direkt sieht, das Großteil von dem, was wir angezeigt haben, ist aber hinter der Front. Was macht Facebook im Hintergrund mit all diesen Daten? Und eine Sache ist zum Beispiel die Facial Recognition, also die Gesichtserkennung auf Facebook. Da war es bisher so, dass die Nutzer eigentlich nie aktiv dem zugestimmt haben. Jetzt müssen weltweit alle 800 Millionen Nutzer dem neu zustimmen. Facebook muss auch seine ganzen Datenschutzrichtlinien ändern. Also das ist mehr als jedes andere Verfahren gegen Facebook bisher gebracht hat. Und das von ein paar Studenten, die halt ein paar Zettel nach Irland geschickt haben im Prinzip. Ja. Also von dem, was wir als Input reingeben haben, was am Ende rauskommt, ist, kann man eigentlich relativ zufrieden sein. Ganz kurz, letzte Frage. War es das jetzt mit den Klagen oder ist da noch was in Vorbereitung? Das ist ein Nebenverfahren neben unseren Anzeigeverfahren. Das heißt, unsere Anzeigen werden noch verhandelt mit Facebook und da wird eine gemeinschaftliche Lösung gesucht, wie Sie das sagen. Das wird alles noch im Jänner weitergehen. Also es ist noch nicht aus. Es ist der erste Schritt auf einem längeren Weg. Max Schrems, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Guten Abend.